Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Yesterday I said I have to talk a little bit more about that verse. Gestern habe ich gesagt, dass ich noch ein bisschen mehr über diesen Vers sprechen müsse. Every single time Jedes Mal. you put anything that you need for an extraordinary abundant life. Jedes Mal, wenn du etwas, das du für ein außergewöhnlich überschwängliches Leben brauchst, Into the future. in die Zukunft verschiebst, You will not experience it. wirst du es nicht erleben. You cannot. Das kannst du nicht. Because do you really think that the Bible bows to you? Denn glaubst du wirklich, dass die Bibel sich dir unterordnet? No, you have to bow to the Bible. Nein, du musst dich der Bibel unterordnen. So when the Bible says it has been deposited in us, Wenn die Bibel also sagt, es ist in uns hineingelegt worden, that means if you don't experience it, you have to say, well, if the deposit is there, why don't I have it? bedeutet das, wenn du es nicht erlebst, dass du sagen musst, nun, wenn die Einlage da ist, warum habe ich sie dann nicht? What do I have to do to access it? Was muss ich tun, um das zu bekommen? I think sometimes it will be good Manchmal denke ich, es wäre gut, to go through all of the Bible and just read everything carefully in its right grammar. die ganze Bibel durchzugehen und alles sorgfältig in der richtigen Grammatik zu lesen. And take good notice of everything that's written in the past tense, what has been given to us. Und alles aufmerksam zu beachten, was in der Vergangenheitsform geschrieben ist und uns gegeben wurde. And then make this decision. Und dann diese Entscheidung zu treffen. If it's written in the past tense, I'm never going to ask for it again. Wenn es in der Vergangenheitsform geschrieben ist, werde ich nie wieder darum bitten. I'm going to grab hold of it and make it mine. Ich werde es ergreifen und es mir zu eigen machen. So this is what you have to really decide in your heart. You have to position yourself. Das musst du wirklich in deinem Herzen entscheiden. Du musst dich positionieren. It's been deposited. Es wurde deponiert, eingezahlt. Therefore, I'm going to go and cash my check. Also gehe ich und löse meinen Scheck ein. But look, the passion puts it in a way that's quite interesting. Aber die Passion drückt es auf eine ziemlich interessante Weise aus. The passion said, it's been deposited in us. Die Passion sagt, es ist in uns gelegt worden. I'm not sure if this is what the Greek actually does say. Ich bin mir nicht sicher, ob das im Griechischen tatsächlich so heißt. It's been given to us. Es ist uns gegeben worden. But everything that's been given to us also has been put inside of us. So from that point of view, it's correct. Aber alles, was uns gegeben wurde, ist auch in uns hineingelegt worden. Also ist es aus dieser Sicht richtig. Do you know that the real you is your spirit man and not your body or your emotions or your thoughts? Weißt du, dass dein wahres Ich dein Geist ist, also dein innerer Mensch und nicht dein Körper oder deine Gefühle oder deine Gedanken? Inside of your spirit man In deinem Geist, in deinem inneren Mensch has been deposited everything. ist alles angelegt worden. I'm going to tell you something that I really desire for you to grab hold of with all of your strength. Ich sage dir jetzt etwas, von dem ich mir wünsche, dass du es mit all deiner Kraft ergreifst. Every single thing that you need for this extraordinary abundant life. Alles, was du für dieses außergewöhnlich überschwängliche Leben brauchst, If you try to get it from outside of you and not from within you, you will be disappointed. wenn du versuchst, es von außen und nicht von deinem Innen zu bekommen, wirst du enttäuscht werden. Think. Denk nach. What do we do? Was tun wir? We run after the prophet to get direction, but the direction is inside of you. Wir rennen dem Propheten hinterher, um Wegweisung zu bekommen, aber die Wegweisung ist in uns drin. We look for some source externally for our provision, but our provision is inside of us. Wir suchen nach einer äußeren Quelle für unsere Versorgung, aber unsere Versorgung ist in uns drin. How can be the provision be inside of me? Wie kann die Versorgung in mir drin sein? Because everything that I need for this amazing abundant life is in my spirit. Weil alles, was ich für dieses wunderbare, überschwängliche Leben brauche, in meinem Geist ist. If you would learn to trust that and believe that Wenn du lernst, darauf zu vertrauen und daran zu glauben, and release the incredible life of Jesus that is in your spirit und das fantastische Leben Jesu, das in deinem Geist ist, and release it into your heart and into your body, in dein Herz und in deinen Körper freizusetzen, it will become your experience. wird es zu deiner Erfahrung werden. That divine power has made an incredible choice. Diese göttliche Macht hat eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen.
To put it inside of you and not around you. Sie in dich hineinzulegen und nicht außerhalb von dir. But what has religion done? Doch, was hat die Religion getan? Religion worked very hard to convince us to access everything for abundant life from outside of us. Die Religion hat sehr hart daran gearbeitet, uns davon zu überzeugen, dass wir alles für ein Leben in Fülle von außen bekommen. You have to be with the right people at the right time so that the right person can lay hands on you. Du musst zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen zusammen sein, damit die richtige Person dir die Hände auflegt. Then you're going to get that release. Dann bekommst du die Befreiung. But what happens if you never have the opportunity to be with the right people at the right time? Aber was passiert, wenn du nie die Gelegenheit hast, mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammen zu sein? Now you are so unlucky you can't have the divine life flowing through you. Dann hast du halt Pech. Das göttliche Leben kann nicht durch dich fließen. It's inside of you, my dear friend. Es ist in dir drin, mein lieber Freund. You can't withdraw it from the false bank account. Du kannst es nicht von einem falschen Bankkonto abheben. The right bank account is your spirit man. Das richtige Bankkonto ist dein Geist, dein innerer Mensch. So once you learn to close your eyes more and meditate more, wenn du lernst, deine Augen mehr zu schließen und mehr zu meditieren, concentrate more on what has been given already to you and it's inside of you right now, dich mehr auf das zu konzentrieren, was dir bereits gegeben wurde und jetzt in dir ist, and expect it to manifest from the inside of you in your natural circumstances, und zu erwarten, dass es sich von deinem Inneren heraus in deinen natürlichen Umständen manifestiert, then your circumstances will be powerfully affected by that. Dann werden deine Umstände davon mächtig beeinflusst werden. How sad it makes me. Es macht mich so traurig. When people are always trying to find abundant life in a different source than from Christ who lives in them. Wenn Menschen ständig versuchen, das überschwängliche Leben in einer anderen Quelle zu finden als in Christus, der in ihnen lebt. Many, many times. Sehr oft. When I in the natural feel totally overwhelmed by some difficult decisions I have to make. Wenn ich mich im Natürlichen durch schwierige Entscheidungen, die ich treffen muss, völlig überfordert fühle, I close my eyes. Schließe ich meine Augen. And I'm literally connecting with the abundant life that's inside of me through Jesus Christ. Und verbinde mich buchstäblich mit dem überschwänglichen Leben, das durch Jesus Christus in mir ist. And then I release it. Und dann setze ich es frei. And you can learn to do the two. Das kannst du auch lernen. See you tomorrow. Bis morgen.